Schaltet jetzt eure Echo Dots auf stumm, denn ich werde es sagen. Alexa. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ich habe hier mal 30 Euro investiert und zwar in eine Batteriestation für den Echo Dot. Deswegen habe ich gesagt, jetzt mal die Echo Dots auf stumm schalten, denn ich werde natürlich gleich demonstrieren, wie das Gerät hier funktioniert und dafür muss ich natürlich ein paar Mal Alexa sagen. So, aber erstmal, ja, was haben wir denn hier Schönes? Eine Batteriestation und zwar für den Echo Dot zweite Generation mit einer Kapazität von 10.000 mAh und das betreibt euren kleinen Echo Dot so um die 12 Stunden rum. Aufgeladen wird so in 5-6 Stunden und ja, man kann das Ding auch während des Aufladens benutzen. Gar kein Problem, einfach hinten anstöpseln, da haben wir einen Micro-USB-Eingang und dann könnt ihr das Ding aufladen, natürlich gleichzeitig auch den Echo Dot noch benutzen. Und wir sehen hier auch, dass wir eine schöne Durchreiche haben, ein Loch, dass wir den 3,5 mm Klinkenanschluss hier einfach durchführen können. Das heißt, wenn ihr externe Lautsprecher hier anschließen wollt, über die Klinke kann man das auch hier mit tun. So, ihr seht schon, ich habe oben mal abgeschraubt, um euch zu zeigen, wie der Echo Dot hier reinkommt, wie der hier befestigt wird. Und das ist ja sehr einfach. Kleines Kinderspiel, wobei, ups, so, jetzt habe ich ihn draußen. So sieht ja der Echo Dot eigentlich aus, ein kleines kompaktes Gerätchen. Und so sieht unser Batteriepack aus dafür. Ihr seht, hier kommt er rein. Wir haben hier einen ausfahrbaren Micro-USB-Anschluss, in den dann der Echo Dot eindockt. Und der fährt dann zusammen mit dem Echo Dot nochmal runter und dann ist das Ding eingelassen. Und viel mehr Installation ist das Ganze schon gar nicht. Das Teil hier an für sich finde ich auch designmäßig schön geraten. Wir haben hier außen so eine Stoffhülle drum in einem schönen Grau-Schwarz. Ich finde, das sieht echt schick aus. Der Schriftzug, der stört noch so ein bisschen, aber ansonsten eine schicke, dezente, edle Optik. Also gefällt mir. Hier vorne dran haben wir den Power-Button und wenn wir einmal drauf drücken, dann, jetzt sehen wir noch gar nichts, weil das Teil keinen Echo Dot hat, zeige ich euch aber gleich. Und auf der Rückseite, wie gesagt, Ladeanschluss und das Löchlein für das Klinkenkabel. So, also jetzt mal hier den Echo Dot einlegen, einfach nur hier hinten den Micro-USB-Stecker ein bisschen hoch machen, einmal hier hinten einstöpseln in den Echo Dot und dann kann man den hier einmal versenken. So, und fertig im Prinzip. Dann kommt noch der Sicherungsring hier oben drauf, damit das Teil oder der Echo Dot auch nicht rausfallen kann. Ja, der wird einfach nur hier aufgesetzt und einmal so festgeschraubt und fertig ist die Sache. Ihr seht, er hat jetzt hier direkt angefangen, sich Strom zu holen und dann können wir auch hier vorne sehen an den LEDs, wie der aktuelle Ladezustand ist. Also 25% pro LED werden hier angezeigt. Und dann würde ich sagen, warten wir einen kleinen Moment, bis sich der Echo Dot verbunden hat mit dem WLAN und testen das Ganze mal. So, er ist betriebsbereit und wir probieren es einfach mal aus. Alexa, Regal einschalten. Ja, hat funktioniert. Okay. Alexa, Modelle einschalten. Okay. Auch das hat funktioniert. Ihr seht, R2D2 ist am Leuchten. Was hier auffällt, ist allerdings, dass der Ton, hört mal her. Alexa, erzähl mir einen Witz. Was macht ein Zombie aus einem Arzt? Einen Hotdog. Einen Hotdog. Dass der Ton durch den Ring hier doch etwas beeinträchtigt ist, denn wenn ich den mal abnehme. Alexa, erzähl mir einen Witz. Wenn Chuck Norris einen Raum betritt, stehen sogar die Stühle auf. Da konnte man es, glaube ich, jetzt sehr deutlich hören. Also mit dem Ring hier oben drauf klingt das Ganze schon etwas muffelig, also deutlich abgestumpft. Wenn ihr optimalen Klang haben wollt, stellt das Ding irgendwo hin, Ring abziehen und dann klingt es einfach besser. Aber naja, gut, ich sag mal, wer mobil unterwegs ist hiermit, der wird auf den Ring nicht verzichten wollen, denn ohne kann der Echo Dot schon mal hier den Abgang proben und dann ist er ruckzuck rausgerutscht. Also, wir gehen nochmal zurück auf den Tisch und kommen zum Fazit. Und mein Fazit ist, wer mobil sein will mit Alexa, der, Moment, muss ich selbst mal stumm schalten. Entschuldigung, es sieht so aus, als hätte ich dich nicht richtig gehört. Bitte versuche es erneut. Stopp. Der kann hier wirklich getrost zugreifen, installationsmäßig sehr einfach. Das Design finde ich schlicht und schön, gefällt mir wirklich gut.
12 Stunden Betriebszeit, aufgeladen über Micro-USB, passt alles. Man kann hier hinten noch die Lautsprecher anschließen. Das würde auch gleichzeitig das Problem lösen, dass hier die Lautsprecher vom Echo Dot selbst ein bisschen abgemuffelt werden, hier durch diesen Sicherungsring oben drüber. Von daher, wenn man hier eh was anschließt, wäre das egal. Und es ist mobil. Ach, und hier unten drunter, habe ich auch ganz vergessen zu erwähnen oder zu zeigen, habe ich noch so eine Plastikfolie drauf und darunter befindet sich ein Silikon-Anti-Rutschfuß, damit das Ding auch besonders sicher und stabil dann steht. So, jetzt geht es eh nicht mehr drauf. Egal, also ich würde sagen, für 30 Euro, wer mit Alexa mal mobil sein will, kann hier getrost zugreifen. Ist ein gutes Produkt, schön, schlicht, funktioniert einwandfrei und es schaltet sich auch nicht automatisch wieder aus, sondern ihr müsst es selbst ausschalten. Ihr seht, Licht ist aus bei Alexa und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, dann, komm her. Dann sollte sie auch gleich wieder angehen. Von daher, das Ding läuft, bis der Akku leer ist, also 12 Stunden lang. Und dann könnt ihr 5-6 Stunden lang aufladen und habt wieder 12 Stunden. Oder ihr könnt natürlich auch das Ganze hier im Akkubetrieb oder im Kabelbetrieb lassen. Also dauerhaft hier den Echo Dot drin lassen. Und ja, wenn ihr dann mal zum Beispiel nur einen habt, ihr geht ins Schlafzimmer, wollt aber hier trotzdem alles noch steuern, einfach vom Kabel abziehen, mit rüberholen und dann später wieder anschließen. So kann man es natürlich auch machen. Oder wenn man ganz, sage ich mal, jetzt abschweift und macht zum Beispiel seinen Campingurlaub hier mit und holt den Dot mit, braucht man natürlich noch irgendwie ein WLAN und einfache Lösung, Hotspot auf dem Smartphone machen, hier den Echo Dot damit verbinden und schon hat man seine stabile Verbindung. Das funktioniert wirklich gut. Ich habe das schon mal in einem anderen Video getestet, da hatte ich auch hier so eine Akkubase für den Echo Dot, die war allerdings bei weitem nicht so schick und eher im Mad Max-Style. Ich verlinke es euch mal hier oben, könnt ihr euch ja mal anschauen. Da war ich auch draußen damit unterwegs, hat auch gut funktioniert. So, ich glaube, ich habe alles gesagt, was es zu sagen gab. Ich finde das Produkt gut, also optisch schön, Funktionen sind alle gegeben. Wer sowas brauchen kann, schlag zu, 30 Euro, finde ich, geht hierfür völlig in Ordnung. Und das soll es gewesen sein, Freunde. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.